Yeah. I got two phones, one for the plug and one for the load. I got two phones, one for the beaches and one for the dough. Think I need two more. Lamp popping, I'm ring, ring, ring. Peace, was geht ab, meine Freunde? Ich bin wieder am Start in alter Frische. Und heute habe ich was Schönes für euch. Und zwar, worauf wartet ihr schon eine Ewigkeit? Und ich dampfe ihn schon und habe ihn probiert und gemacht und getan. Ich habe hier den Rift Cordoo, meine Freunde. Ja, von der Firma Joytech. Keine Coils, die da reinkommen. Das Ganze wird mit dieser Art Heizplatten beheizt. Ich zeige euch das gute Stück mal. Ja, also, ist ein schönes Stück, dampft sich sehr gut. Ich zeige euch den ganzen Spaß jetzt mal. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs sehen. Na, kriegt man es scharf? Ja, kriegen wir scharf. Dort sind diese Art Heizplatten drin, die das Ganze beheizen. Den Kopf kannst du ganz normal auseinandernehmen in verschiedene Einzelteile, wie wir es gewohnt sind. Ich werde das Ganze jetzt mal aufbauen. Ja, und dazu werde ich die Perspektive für euch ein bisschen umschalten. Wir sehen uns gleich und ich freue mich zu verkünden, dass ich das Ganze mit der neuen Wismaker dampfe. Bis gleich! Also meine Freunde, da bin ich wieder, schön am Stissle. Wie ihr seht, werde ich jetzt mal den Fokuspunkt hier ein bisschen anpassen. Ein bisschen nach hier, so, zack, alles läuft. Hier haben wir die drei Einzelteile, Glas, Unterteil mit den Platten und den Rift Cordoo. Sehr schön gemacht, dass man das Ganze oben aufschieben kann, geht schön schwer. Dadurch könnt ihr, da schön topfüllen, schön von Top befüllen, der ganze Kram. So, werden wir mal reinschauen, was hier so in dem Paket liegt, meine Freunde. Boah. Eins vorweg, da war auch so eine Pinzette drin. Sehr, sehr nice. Kann ich mir mal schön meine Augenbrauen auszupfen. Ja, Anleitung hier, Anleitungskram brauchen wir alles nicht. So, weg damit. Ah, wunderbar. Also ein Ersatz, das war auch schon dabei, das wollte ich euch mal gesagt haben. Ich habe schon eins geschrottet. Hier haben wir Werkzeug bei, so ein Muster, wie groß die Platine sein muss. Ja, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, ich gehe mal ein bisschen heran, wartet mal. Boah. So sollte das Ganze eigentlich gut sein. Hier ist alles dran, hier sind diese Cotton Pads, also diese Wattepads, sind nicht mehr viel drin, ich muss heute mir normale Watte mal holen gehen. Oh, nehmen wir einfach alle, die da drin sind und stoppen die dann auch genau so da rein. Mal hier hoch hingeschmissen. Ich schraube das Ganze, sag mal, richtig schön hier drauf. So. Wollen wir mal gucken. Achso, wollte ich mal gesagt haben, hat auch so einen Selbstreinigungsprozess. Kann man immer wieder mal machen hier. Man hört es auch zischen. Puh. Ganz schön verkürzt. Sollen wir irgendwie bei ein paar Watt, die werden auch schön heiß. Also ich weiß nicht, ob man das so sieht. Wird das, die werden auch richtig knallerot. Ja. Nicht zu lange machen. Bisschen abkühlen lassen. Wir haben jetzt auch noch verschiedenste Aromen und so weiter fertig gemischt. Natürlich, von wem auch sonst, Urban Juice. Wir haben ja einmal Hella Savage, Big Bucks und Flyboy. Ja, werden wir gleich mal gucken, welchen wir da reinknallen werden. Und nicht zu vergessen, meine gute alte Mod. Also ja, guck mal, die ist nicht mal im Bild so riesig, wie die ist. Ich musste mir aber einfach mal was anderes holen. Ist soweit ganz schön. In Gold habe ich angefragt. In Gold wurde er mir geschickt. Ist ein schönes Ding. Werden wir mal anfangen hier. Ist eigentlich ganz simpel, ne? Man nimmt die Pinzette, schnappt sich seine Watte. Ich versuche die immer so, wie sie auch die originale Form ist, eigentlich reinzupressen, aber irgendwie zerfallen mir diese komischen Mistdinger andauernd.
So, ich nehme die einfach so, ja, man das erkennen kann. So. Und so stopfe ich die dann auch da schon rein. Das war's schon. Zack. So, ja. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, dann kann man hier noch das ein bisschen anpassen. Ich finde, da ist jetzt ein bisschen wenig für meinen Geschmack drinne. Also ich habe letztes Mal weitaus mehr gehabt, aber ich habe einfach gerade nichts mehr. Wollen wir mal nebenbei hier mal reinschauen, was die sagen. In diese schöne, ihr kennt ja, Anleitung. Blub, blub, Glastube, RFT, Bla, Keks. Okay, I don't know. Ich kann kein Chinesisch und Englisch habe ich jetzt keinen Bock drauf. So wie ich das verstanden habe, sind diese RFT-Pads, also diese Metalldinger da, die das Ganze beheizen. Normalerweise ist ja eine Wicklung drin und die wird dann erhitzt und hier ist es mit Platten. Die sollen wohl halten bis zu 1 Million Mal ziehen. Ja, geschmacklich finde ich es etwas besser als mein Cascade Tank, aber dieses, also du musst halt relativ oft die Watte wechseln. Das ist halt nicht wie bei einem Coil, den du dann hast, sage ich mal, und einfach Monat dampfst. So, das ist ein bisschen nervig. Und wenn du dann Liquids hast, wie, weiß ich nicht, also ich habe zum Beispiel Hauding Liquids, die schmecken Bombe, Apfeltasche. Zerhaut dir aber jede Watte und jeden Kopf. Ja, kannst du nur Apfeltasche damit dampfen. Ich glaube, mir wurde mal gesagt, ich glaube, Michel war das, danke dafür, Michel. Ich glaube, du hattest mal gesagt, das liegt an dem Sweetener, der da drin ist. Weiß ich so genau jetzt nicht. Ich glaube es dir einfach. So, was dampfen wir jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da reinknallen. Saftige Frische, Hella Savage, Big Bucks ist Kokos Mango Lemon Colada. Oder den guten alten Flyboy, Bärenmann. Ich gehe auf Flyboy, scheiß drauf. Ich feiere das Zeug. Könnt ihr nochmal schön sehen. Ja, Urban Juice, Flyboy, der Knaller, meine Freunde. So, jetzt werden wir den ganzen Spaß. Oh, alleine? Ich schon probiere, mir geht einer ab. Ich liebe Flyboy. Machen wir mal nur ein bisschen rein, weil mir das eigentlich zu wenig an Watte ist. Man kann ihn so dampfen, aber ich brauche einfach mehr Widerstand, auch beim Ziehen, sonst müsste ich jetzt das immer einstellen. So, richtig schön hier. Batz. Ich habe Flyboy ehrlich gesagt noch nicht drin gedampft. Ich habe die ganze Zeit alles andere getestet und gemacht und getan. Ich weiß, ich bin im Moment auch ein bisschen faul, was die Videos angeht, aber ich versuche am Ball zu bleiben, so wie ich immer kann. So, jetzt schrauben wir das Ganze einfach zu. So, das war's schon. Hier unten die Luftzufuhr komplett auf. Jetzt haben wir hier oben. Warte mal, werden wir mal ein bisschen wegzoomen. So, jetzt haben wir hier oben die Öffnung, da können wir ganz normal befüllen. Da werden wir mal ein bisschen was reinmachen. So, das müsste reichen. Ich werde nachher noch losgehen in meinen Lieblingsshop und werde mir neue Watte besorgen. So. Guckt euch mal mein Männchen an, wunderbar. Ich werde jetzt mal umschmecken, dann werden wir mal gucken, wie es schmeckt. Tada! Ich gucke mittlerweile wieder auf dem Display. Ist voll scheiße. Probieren wir das Ganze mal test zu dampfen. Auf der Wismec RX gegen 3. Die wurde mir leider nicht gestellt, aber ist kein Problem, meine Freunde. Testen wir das ganze gute Stück hier einfach. Mal gucken. Ich habe Angst, immer gleich voll Gas zu geben. Auf wie viel Watt sind wir? Wir sind jetzt bei 41,4 Watt. Drehen den mal runter. Den kannst du wie ab 20 Watt dampfen oder so. Oh, ich setze den jetzt mal auf 28 Watt. Kommt noch nichts. Nochmal ein bisschen hochdrehen. Wir haben jetzt hier einen Widerstand von 0,28 Ohm. 32 Watt. Schon weitaus angenehmer. Viel, viel besser, finde ich. Muss ich ganz klar sagen. Ich komme mir vor, mal so abgeschnitten hier. Bin immer so abgesäbelt. So. Bisschen tiefer sitzen. Oh. Mein Fokuspunkt. Sitzt jetzt schön auf meine Haare. So. Ja. Vollkommen egal, wir gehen jetzt mal auf die 40 Watt.
So, jetzt haben wir hier 40 Watt. Geil. Ganz sich angenehm. Geschmacklich Bombe. Das wusste ich aber, weil ich ihn natürlich getestet habe. Also ich teste Produkte mal relativ gerne für mich, bevor ich ein Video mache, weil das bringt's. Aber gut, eigentlich ist es schon gut, euch schlechte Produkte zu zeigen, damit ihr sie nicht kauft. Aber naja, ihr wisst halt, ich bin halt verwirrt, wie immer. Ja. Geschmacklich Bombe. Ja, Luftzug. Gut. Was ich nur schon mal festgestellt habe, wenn man nicht genug Watte reinmacht, kann er unten anfangen auszulaufen und zu siffen. Deswegen mache ich von diesen Wattepads meistens 3 bis 4 rein. Oder wenn ich halt eigene Watte. Da ist auch Watte mit bei, wohl bemerkt, die man sich selber schneiden muss. Da habe ich mir so einen richtig dicken Klopper so schön doppelt immer hingeknallt. Das hat dann auch eine Weile gehalten. Ist echt angenehm. Einzige Problem, was ich mit der Wismec dann immer habe, dass umso schwächer die Akkus werden und umso mehr der Liquidstand sinkt, verändert sich die Ohm und irgendwann ist er bei 0,40 oder sowas und dann kohlt er irgendwie irgendwann. Das weiß ich nicht, ob das jetzt an dem Akkuträger liegt. Da müsste ich mal durchtesten. Also ich kann sagen, erstmal wieder astreines Liquid von Flyboy, von Urban Juice, aka Ultra Bio 24, glaube ich, heißen die auf Instagram. Könnt ihr mal abchecken, genauso wie Urban Juice. Bombezeug. Feier ich einfach, ja, wisst ihr, Flyboy habe ich schon getestet. Hier ist einfach, ja, kann ich mir bestellen bis zum Abwinken. Richtig geiles Zeug. Was kann ich abschließend zu dem Rift Cordu sagen? Es ist eine Erfahrung wert, das ist mal was anderes. Ich bin kein Typ, der immer Bock hat, selber zu wickeln, da der Watte denn da durchzufriemeln. Nein, hier stopfe ich die Watte schnell rein, dann ist die Sache gegessen. Es war mal eine Alternative für mich. Ob es auf Dauer die Coils ablöst, ich weiß nicht. Das muss ich sehen. Also geschmacklich ist es erstmal sehr nice. Ich muss auch gestehen, ich habe gar keine Coils für den Cascade Tank aktuell. Ja. Ich will auch noch sehen, dass ich den Crown 3 mir nochmal hole. Der soll auch sehr gut sein. Aber ihr seht, wie lange ich dran ziehe. Wird weder heiß noch irgendwas. Ich kann dann nochmal auf 50 Watt gehen. Müsste noch mal ein bisschen mehr powern hier. 50 Watt, genau. Da. Bombe. Einfach Bombe. Könnt ihr auf jeden Fall mal testen. Ich finde, da hat Joytech wieder mal was Gutes auf den Markt gebracht. Sie sind jetzt nun dann auch nicht so bekannt dafür, dass sie immer schlechte Produkte rausbringen. Mittlerweile, finde ich, sind sie ganz gut dabei. Rift Core Duo heißt das ganze Ding. Ja. Denkt dran, wenn er Schwangerschaft dampft nicht hier und so weiter, steht da hinten alle drauf und erst ab 18. Und bis dahin, meine Freunde, Peace. Adios, ich bin raus. Wir sehen uns zum nächsten Reef-Update oder Zwischenvideo, irgendwas. Ihr könnt mir auch gerne einfach reinschreiben, worauf ihr Bock habt, und dann knall ich es für euch raus. Und ansonsten, Peace. Wir sehen uns, meine Freunde.